Hey, was geht und willkommen zu diesem Reupload. Dieses Reupload ist ein klein wenig verfeinert, sprich neue Audio drüber geredet und so weiter. Nicht viel, also ist es an sich noch fast wie das alte Video. Viele haben mich zudem damals kritisiert, dass ich halt wirklich Gumby gar nicht involviert habe und dass ich halt sozusagen hinter seinem Rücken was Negatives über ihn geäußert habe. Daraus habe ich gelernt und habe ihn diesmal sogar angeschrieben und ihm alles erklärt und ihn gefragt nach der Erlaubnis. Bevor das Video auch öffentlich gemacht wird, schicke ich es ihm auch nochmal, damit er dies nochmal bestätigen kann und damit er auch nochmal seine Erlaubnis zu diesem Video geben kann. Das war es aber auch schon mit diesem Vorwort. Ich hoffe, du hast viel Spaß mit diesem Video. Jo Leute, was geht und willkommen zu diesem Vorstellungsvideo. Mit dabei der Gumby. Hi Leute! Gumbario aka Mario LP. Heute stelle ich seinen Kanal exklusiv für euch vor. Mit bürgerlichem Namen heißt er Julian Koch und wahrscheinlich geht er auf eine Schule für Legastheniker. Beschissenem Scheiße! Gumby, sei nicht so hart mit dir. Du bist doch immerhin schon 15 Jahre alt. Zumindest stand 28.11.2015. Eine Schlägerei hatte ich mal in meiner alten Schule, die ich mal hatte. Da hat so ein Wichser mich gehauen, einfach so. Ich bin so ausgerastet, er hat mich einfach... Ich bin in die Klasse gekommen und er kam auch an, hat mir den Stuhl weggezogen und ich bin auf dem Hintern geknallt und hat mir den Kopf hier an der Tischkante gestoßen. Und da habe ich so verkloppt. Und eine Platzwunde habe ich ihn geschlagen. Er hat geheult. Ja. Das war eine Schlägerei. Nur weil du 15 bist und dich wie der Oberficker von YouTube fühlst, musst du nicht gleich über Schlägereien reden. Du hast immerhin als YouTuber eine Vorbildfunktion inne. Na ja, egal, nun sein Intro. Vorab erstmal ein paar kleine, aber feine Daten. Er hat 421 Abonnenten und bereits über 30.000 Aufrufe. Sein Kanal besteht seit dem 01.07.2015. Und seine Beschreibung lautet: Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Auf jeden Fall sehr, sehr einladend. Sein Banner ist auch auf jeden Fall ein Blick wert und zeigt sehr, sehr viel Kreativität. Der Name ist zwar Donkey Zockt auf dem Banner, obwohl sein Kanal Mario LP heißt und das halt viel zu alt ist, das Banner, aber so kann man eben auch auf sich aufmerksam machen und das ist auch was Kreatives. Wir haben ja schon seine Gesamtaufrufzahlen gesehen und auch seine einzelnen Videos haben als Einzelstück gesehen auch sehr, sehr hohe Aufrufzahlen. Und auch Titel wie Ich hasse Apfeltee machen den Kanal zudem sehr sympathisch, damit auch ich sagen kann, ich hasse Mario. Ups, sorry Bro. Wow, es tut mir wirklich leid, wenn ich mich gerade irgendwie verletzt habe, aber vergessen wir das einfach mal. Aber auch ein sehr, sehr interessantes Format von dir ist doch deine Hundecam. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal hinein. Was nahezu alle Gummifans wissen, ist auch, dass er ein Haustier hat, und zwar eine Schlange mit dem Namen Willi. Und ich würde mal sagen, wir schauen einfach mal, wie er den Willi behandelt. Unter anderem wegen seiner wirklich guten Arbeit mit Tieren, besonders Willi, gibt es sogar schon Fankanäle, die emporgestiegen sind. Einfach nur krass. Und wegen seiner hohen Beliebtheit und geilen Öffentlichkeitsarbeit gehe ich auch gar nicht weiter auf Kommentare, Likes und so weiter ein. Es ist doch klar, dass dieser junge Mann, man kann diesen jungen Mann keine Brille rupfen. Ach, und wo wir gerade bei Brille sind, hier seht ihr nur das Video, wie ich meine Brille verloren habe. Alle wollen schon wissen, oh, wie hat der Idiot seine Brille verloren? Ihr seht es in diesem Video, was ich euch zeige.
am Ende habe ich sie gefunden. Aber dann habe ich den Fehler nochmal gemacht, aber ich hatte es nicht aufgenommen. Ich wollte dann, habe dann nochmal so gemacht, dann ist sie ganz weggeflogen, habe ich sie nicht mehr wiedergefunden. Zwei Sachen. Erstens, ich dachte die ganze Zeit, du hättest deine Brille für Nutten verkauft. Nun geht mir ein Licht auf. Ach, und zum Zweiten, wieso ziehst du eine ganz normale Brille beim Schwimmen an und schüttelst deinen Kopf? Das ist irgendwo nicht sehr stimmig. Ja, gut. Doch wie auch im Kanalnamen angeteasert, heißt der Kanal Mario LP. Und deswegen zeige ich euch nun auch sein Hauptgebiet, das Skillen von Videospielen, und zwar in diesem Fall Mario Party 8. Viel Spaß! Willkommen auf dem Jahrmarkt der Sterne! Worum geht es auf diesem Jahrmarkt? Um Spielspaß der absoluten Extraklasse. Willkommen neu und unvergleichlich. Wir haben das volle Programm Minispiele, die dich auf Trab bringen. Brettspiele, bei einem die Stimmung überkocht. Ja, okay. Das Witzige ist, der Hut kann auch reden. Das ist so witzig. Sorry, muss mal kurz reinplatzen, aber ist das ein Hund? Schreibt's mal in die Kommentare. Ja. Der klickt erstmal einen ganzen Haufen. Boah. Ja, da bin ich. Ich bin der Star. Ey, Bro, aber du bist noch lange kein Star und schon gar kein YouTube-Star. Da muss noch ein bisschen kommen, aber... Wir glauben alle an dich, also mach weiter so und überspring Texte bei einem Let's Play, ja. Ah! Du hast dich doch jetzt nicht ernsthaft bei diesem Geist erschreckt. Ach, Gumbi. Julian! Nein, das kann ich nicht mehr. Diese Videos, diese Clips verschrecken mich. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass doch ein Like da, wenn ja. Und schreib doch noch einen Kommentar. Ach, ciao.